Also die Steckdose, die kommt hier ungefähr hin. Dafür habe ich dann das schon mal hier angezeichnet. Da habe ich einfach so ein Stück Styropor das hier ausgemessen, da hingehalten. Und das ist jetzt grob das Loch, was ich einmal ausschneide. Was auch natürlich ganz wichtig ist, wenn man in so ein Blech sägt, dass man die Ränder abklebt. Weil wir wollen ja nicht, dass die Seiten irgendwie eklig ausfransen und außerdem den Lack nicht beschädigen. I've been pacing my pace in the kamikaze. I've been making my makers say what I'm offering. We've all had behaviors and they were troubling. Smoke way too much, I keep coughing. I pull it all to stop to make a profit. When I get down to the bottom, I need topping. Come here and ease my mind, be my corner pin. Let me chuck this thing and be proud of it. I will carve it in and I'll make you feel like you on the cloud and you can't sit still when we on the floor and I'm on the floor. The force, there's no problem. I will carve it in and I'll make you feel like you're on the cloud and you can't sit still when we on the floor and I'm on the force. When you use the force, there's no problem. When I'm with you, I'm holier than Jesus. Religious freedom, paid leave to get on my knees and pray to you if you're cool with cosplay and teaching. I don't mean to come across facetious, but it's all a joke to me and it should be to all of these. Sometimes I think it's the only way to stay decent. When the wind blowing that way, we ought to brave the breezes. I will carve it in and I'll make you feel like you're on the cloud and you can't sit still. Ich habe da jetzt die vier Löcher einmal gebohrt. Das sieht man auch von innen. Die habe ich dann noch behandelt. Dass sie nicht anfangen zu rosten. Oder der Lack sich irgendwie, dass da was passiert. Und jetzt kommt dieses Teil da einfach mit diesem Gummi da rein. Ich habe da so Gewindeschrauben genommen. Die sind hier gleich bündig. Und von der anderen Seite kommen dann einfach Muttern drauf. Und es sollte halten. So, ich mache jetzt immer noch eine Unterlegscheibe drauf. Was ja so gut funktioniert hier. So. Nee, die fällt. Moment. Also einmal eine Unterlegscheibe und dann eine selbstsichernde Mutter, die mir jetzt gerade runtergefallen ist. Die drehen wir einmal drauf. So, ist die Mutter drauf. Von außen hält der Adrian mit dem Ziehschrauber. Schraubenzieher fest und von innen halte ich das einfach fest, dass doch nichts passiert.